Auch wenn ich, wie gesagt, das Geschehen ja wirklich nur von außen betrachte. Jeden Morgen merke ich das, wenn ich mich zum Schwimmen auf den Weg von Oldenburg nach Hasselte mache. Meistens komme ich nämlich schon ins Schwimmen, bevor ich meine Badehose anhabe. Am Samstagvormittag wurde es endlich gelüftet. Das wohl am besten gehütete Geheimnis im Residenzort Rastede. Die traditionelle Rede auf dem Elernfest wurde in diesem Jahr von Dr. Rüdiger Kamp gehalten. Die Elernrede gilt inzwischen als das kulturelle Ereignis, das in seiner Art einmalig ist. Sie bewegt jedes Jahr aufs Neue die Gemüter und wird mit Neugierde von hunderten Besuchern erwartet. Wenn jeder wüsste im Voraus, wer die Rede hält, dann wäre es sicherlich nicht so interessant und so spannend. Denn dann würde die Spannung rausgenommen werden und wir wollen uns ja die Spannung erhalten für den Sonnabend hier bei der Elernrede. Und ausgesucht wird den Elernredner immer, sie sollen einen Bezug zu Rastede haben, sie sollen einen Bezug vor allen Dingen auch zum Elernfest haben. Die Elernredner verstanden es bisher immer, den Elernteich Politik und Verwaltung auf charmante Art und Weise aufs Korn zu nehmen. Elernbürger Rüdiger Kamp übernahm in diesem Jahr gerne die Aufgabe des geheimen Redners. Für mich ist es eine ganz große, besondere Freude, hier in Rastede sein zu dürfen. Als alte Rasteder habe ich ja meine Kindheit und meine Jugend hier verbracht. Und als ich gefragt wurde, hier die Elternrede zu halten, da war ich Feuer und Flamme, zumal mein Bezug zu Rastede eigentlich nie abgebrochen ist und ich ja in der Nähe auch wohne und jeden Tag hier auch zum Schwimmen herkomme. Auch die Elernprüfung gehörte zu einem festen Ritual beim Fest. Rasteder Kommunalpolitiker, der Bürgermeister und Vertreter des Organisationsteams wurden auf einem wackeligen Floß über den Elernteich gezogen und hatten dabei verschiedene Prüfungen zu bestehen. Es ist ein Mordsgaudi, immer in der Hoffnung, dass das Floß mal umgeht, aber leider hat es noch nicht geklappt, hoffentlich heute nicht, wenn ich damit fahre. Aber es begeistert die Leute immer wieder. Im Wasser landete zwar niemand, aber fehlende Navigation beförderte das Prüfungsteam ins Gestrüpp. Oh, da wird aber eng. Achtung! Das Team hatte die Aufgabe zu kontrollieren, ob mit dem Elernteich alles im Lot ist. Wir haben die Wasserqualität zu prüfen, wir haben zu schauen, ob noch Fische im Wasser sind, ob Unrat oder Schmutz sich im Wasser befindet. Und am Ende haben wir nachher dann darüber zu berichten, ob alles in Ordnung ist. Und das haben wir eben gerade gemacht. Es ist alles in Ordnung. Der Elern, die Prüfung hat wiederum bestanden, voll Freude, wir wollen zu feiern anfangen. Mit der Kanone ist ja nichts mehr. Also. Da können die Rasteder aber erleichtert sein. Das 36. Elernfest dauerte das ganze Wochenende und bot ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.